Die venezolanische Regierung hat eine nicht bindende Resolution des EU-Parlaments zur Anerkennung des Oppositionskandidaten Edmundo González als rechtmäßigen Präsidenten des Landes abgelehnt. Die EU-Abgeordneten hatten González als legitimen und demokratisch gewählten Präsidenten Venezuelas anerkannt. Die Entscheidung folgte auf die umstrittenen Präsidentschaftswahlen in Venezuela vom Juli, die die Opposition eigenen Angaben zufolge gewonnen hatte. Der Wahlrat des Landes erklärte jedoch Nicolas Maduro zum Sieger. Ja,